Gut, dann kommen wir jetzt zu unserer zweiten Kategorie. Hier kommen die Nominierte für Spielfilm. Rollstuhlbomber schlägt wer zu? Die Serie von Brandanschlägen reißt nicht ab. Ja, hallo, ist da die Polizei? Und? Na, die meinen sie, kümmern sich drum. Glaubst du wirklich? Hey, Olli, wie geht's? Na, du so. Hast du irgendwas gesehen? Nee, leider gar nichts. Hat die Polizei war schon hier? Nee. Na, muss ich die Sache eben halt selber in die Hand nehmen. Ich stelle euch ein Team zusammen, mein eigenes Team. Warum warst du nicht da? Warum du nicht da warst, habe ich gefragt. Das geht dich überhaupt nichts an. Dina brauchen sowas überhaupt nicht zu wissen. Erst groß angeben und dann selber nicht kommen. Schrei hier nicht so rum. Alle waren da, nur du nicht. Na und? Ich hatte eben was Besseres vor. Was machst du da eigentlich? Suchst du was Bestimmtes im Müll? Ich wollte nur was wegwerfen. Die ganzen Flaschen da in deinem Beutel wolltest du wegwerfen? Ausgerechnet in diese Mülltonne? Und das soll ich dir glauben? Verzieh dich, bevor noch was passiert. Los, die scheiß Glotze aus. Ja, läuft ja eh nur Schrott im Fernsehen. So, der Umschlag. Die Gewinner der Kategorie Spielfilm. Spannung yeah. Kommt auf. Also, der Sieger des Spixel 2012 in der Kategorie Spielfilm ist die dicke Tilla Reloaded. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch an die Filmgruppe Mac Movie aus Neubrandenburg. Kommt nach vorne. Euer Applaus. Da oben sind sie. Das überreichen? Genau. Gratulation. Super gemacht. Cool. Wer ist ohnmächtig und wer hat das Sagen? Wer ist in, wer ist out? Wer ist cool, wer ist uncool? Diese Fragen werden ganz schmerzlich wichtig, wenn man gemobbt wird. Der Spixel-Preisträger in der Kategorie Fiction widmet sich einem wirklich sehr brisanten Thema, der Ausgrenzung von Schülerinnen und auch Schülern. Das Kurzfilm-Remake eines Kinderfilm-Klassikers bringt uns ins Bewusstsein, wie Vorurteile und Gewalt entstehen. Es zeigt, das Remake zeigt, dass wir immer wieder aufgefordert sind, sie zu überwinden. Die Aktualisierung des Stoffes von Rose Klein gelingt durch die hohe Überzeugungskraft ganz besonders der Darstellerin und durch eine sehr dynamische Handlung, die in einem packenden Finale gipfelt. Versetz dich in die Lage einer anderen, fühle so, wie sie fühlt und du merkst, dass jede ihre eigenen Probleme hat, auch die vermeintlich starke, die gar nicht so stark ist. Das ist eine sehr überraschende Wendung und vielleicht auch sowas wie die Botschaft dieser Geschichte, die die Jury einfach durch ihre hohe Qualität in allen Bereichen der Inszenierung immens begeistert und überzeugt hat. Vielen Dank euch, dem Filmteam Mac Movie. Danke, Christian. Und auch für euch gibt es jetzt natürlich noch einen tollen Preis, den euch Herr Winter von der Firma Skoda erklären wird. Ich weiß nicht, ob es ein Auto ist. Wir werden sehen. Muss ich eigentlich Skoda sagen? Weil in dem Filmchen vorhin hieß es Skoda. Skoda. Na gut. Frei.
Ja, ich bin sehr stolz, heute als Vertreter der Autoplanet AG hier noch einen Preis übergeben zu dürfen an euch. Finde ich wirklich ganz, ganz toll, dass ich das machen darf. Einen herzlichen Glückwunsch zum Spixel 2012 in der Kategorie Spielfilm. Der Spielfilm ist auch unsere Leidenschaft. Deshalb zollen wir euren Leistungen, euren Enthusiasmus hohen Respekt. Wir, die Autoplanet AG und die Opal Filmproduktion aus Berlin, die unter anderem die ZDF-Serie Küstenwache an der Ostsee produziert. So, und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich schon ein bisschen was zusammenreimen. Zu einem Drehtag an der Küste laden wir euch recht herzlich ein. Ihr könnt den Profis bei der Arbeit über die Schulter schauen, könnt ihnen Fragen stellen und seid hautnah bei den Dreharbeiten dabei. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag an der Küste. Vielen Dank, Herr Winter. Danke auch nochmal an die Firma Skoda, die den Spixel nämlich schon seit vielen Jahren ganz, ganz toll unterstützt. Ja, was sagt ihr? Das ist mal ein Preis, oder? Auf jeden Fall. Das wird bestimmt total Spaß machen. Sag mal, habt ihr euren Film eigentlich schon mal auf so einer großen Leinwand gesehen? Ja, wir haben im Latschicht in der Brandenburg haben wir ihn schon mal gesehen. Und wie war das? Cool. Jetzt hat man ja gesehen, schon in dem kleinen Ausschnitt, ihr hattet echt ganz, ganz tolle Darsteller. Also die waren wirklich super überzeugend. Wie habt ihr die gefunden? Sind die auch aus eurer Projektgruppe oder habt ihr die richtig gesucht? Also es gab dafür ein Casting in der Medienwerkstatt und so hat sich das gefunden. Aber das waren auch keine professionellen Schauspieler oder Schüler, oder? Nee, einfach Schüler. Mhm. Und wie lange habt ihr an dem Film gearbeitet? Das war eine Woche, das war in den Februar. Eine Woche? Ja, eine Woche lang. Wahnsinn, das ist ja nicht gerade sehr lange. War es denn schwierig, irgendwie Drehorte zu finden oder gab es irgendwie, was war das Schwierigste? Die Arbeit mit den Schauspielern oder? Naja, wir hatten einen super Drehort. Also eine Schule in der Brandenburg. Was, Anni? Sag mal was. Ja, Lotti und ich, wir sind an dieser Schule. Mhm. Und da durften wir halt die Schulgebäude nutzen. Beim Filmemachen, da kann ja auch immer eine Menge schief gehen. Gerade beim Spielfilm. Gab es mal so eine richtige Panne, irgendwas, was total schief gelaufen ist? Ich glaube, Ihnen da ist was eingefallen. Nö, eigentlich nicht. Ja, dann gratuliere ich auch dazu nochmal. Herzlichen Glückwunsch für diesen wunderschönen Film. Vielen, vielen Dank. Setzt euch bitte. Ihr kriegt noch ein kleines Präsent da vorne.